Hallo Leute und willkommen zurück zu Enter Space 2 mit den Nakadim. So, wir werden jetzt hier weiter gegen die Hisho vorgehen. Und zwar werden wir das System nicht unbewacht lassen, aber wir ziehen das Schiff nach oben. Und lassen das hier im bewachten Modus. Und mit der Flotte ziehen wir weiter. So. Dann haben wir hier ein Relikt eingesammelt. Können jetzt das Schiff wieder tarnen. Und ja. Ich schick mal eine Sonde aus. Ach, hier unten. Und fliegen dann weiter hier rüber. Da blinkt es ja. Da können wir dann weiter Kuriositäten erforschen. So. Das Schiff setzen wir auch auf Tarnung. Aber wir fliegen damit erstmal nicht weiter. Wir warten, bis wir die Forschung abgeschlossen haben. Dann können wir die Tarner 2 einbauen. Und ja, machen das dann hier und fliegen dann erst weiter. Weil hier wird es auch ganz knapp. Das Schiff ist zwar getarnt, aber da sind Piraten unterwegs. Die haben die Antitarnstufe 1. Ja. Ja, eigentlich wollten wir hier erforschen. Ah, das ist noch ein Kolonieschiff von den Ausgeborenen. Naja. Vielleicht schaffen wir es ja. Wobei, wir können uns einmal zurückziehen. Ja, wir fliegen einfach mal da rein. Schauen uns, wie sich die Piraten verhalten. Zur Not ziehen wir uns zurück. Setzer. 30% Nahrung auf Außenposten. Oh. Spielzeugerlass ist, denke ich, jetzt schon noch recht wichtig. Ja gut, wir könnten eigentlich, solange wir hier nicht in die Überkolonisierung kommen, den Spielzeugerlass rausnehmen. Unser Heimatsystem sollte auf jeden Fall auf ekstatisch bleiben. Sind wir bei 80, 95, 105, 113, 119... Ah, und dann ungefähr bei 100 und minus 30 wäre dann 70. Dann wäre es nicht mehr ekstatisch. Nein, dann können wir es doch nicht machen. Dann bleibt das alles wie gehabt. Da laufen Gegenmaßnahmen. Aber es war schon. Mini ist erfolgreich gehackt. Autodroiden hacken. Wow. Ihres Geborenen. Wir waren Zivilschiff unterwegs. Das durch irgendeine Kuriosität hatten wir einen Bewohner gewonnen. Der ist hier schön zurückgeflogen und auf dem Weg zu uns haben die Rissgeborenen das Zivilschiff zerstört.
Gibt's ja nicht. Die Flotte ist auch stärker als unsere Hauptflotte. Ah, das ist ein Wanderfalke. Tja. Ihn ist erfolgreich gehackt. Wir sagen Autodroiden hacken. Sind die Riss geworden, dann kurz davor uns den Krieg zu erklären. Something's in this cosmos we have come to understand. You're not one of them. What do you want? Ist gar nicht so schlecht. Also wenn die kurz davor wären, uns den Krieg zu erklären, wäre das ja hier. Hoffe ich zumindest. Angriffe beenden. Schauen. What is your objective? Ja, wir nehmen ja dann militaristisch. Und im Minis haben wir 30 Luxusressourcen bekommen. So. Dann schauen wir mal. Verlorene Städte. Okay. Ja, und um das Relikt zu bekommen, dann müssten wir uns enttarnen. Ah, schade, dass die Rissgeborenen das gerade nicht angenommen haben. Sonst hätten wir hier ganz in Ruhe das Relikt beschaffen können und die hätten uns nicht angreifen können. Also, sonst hätten sie halt gegen das Abkommen verstoßen. Wir können uns immer noch einmal zurückziehen. Ah, das ist auch ein Zivilschiff. Vier Runden lang, greifen uns nicht an. Das passt schon. Da gibt's nichts zu erforschen. Ha! Jetzt geht's Richtung Quaver. Okay. Das Schiff, das können wir was machen wir damit? Ah, nach oben. Wie lange dauert das hier noch? 8 Runden. Und nächste Runde sind wir bei den Heshore. Können wir nochmal hacken. Machen wir es so. Und weiter geht's. Solo-Quest abgeschlossen. Kapitel 2. Eine Zukunft voller Risiken. Teil 1. Ich schreibe für euch nochmal nach oben, dann könnt ihr euch die Vorgeschichte durchlesen.
So, hier geht's dann weiter. Habe ich genug getan? Werden wir überleben? Kann ich ihre Beschwerderufe zum Schweigen bringen und die Kraft ihres Glaubens neu ausrichten? Ich darf mich nicht verbiegen. Ich muss ihnen zeigen, dass ich ihre Anführerin bin und dass sie diesen Weg entweder mit mir gehen oder mir gehorchen. Aber sie dürfen mir niemals sagen, wohin ich mich zu begeben habe. Aber wir haben jetzt 4 Systeme der Stufe 2 und die auch mit Tempeln bebaut. Haben 250 Dust bekommen und 4 Relikte erhalten. Kapitel 3. Die Verführung der Hoffnung, Teil 1. Mir scheint, die Bereitschaft eines Volkes, sich über seine Lebensumstände zu beschweren, korreliert damit, wie gut diese sind. Das Grummeln hält an, aber für den Moment scheint die Gefahr eines Aufstands nachgelassen zu haben. Allerdings ist nachgelassen nicht gleichbedeutend mit gebannt. Wie kann ich das erreichen? Wie mache ich aus denen, die fanatisch religiös und einigermaßen loyal sind, solche, die fanatisch, loyal und einigermaßen religiös sind? Meine Kritiker sind immer noch zahlreich und natürlich verstehe ich, was sie vorzubringen haben. Schließlich könnte mein Wunsch, unser Imperium neu zu errichten, je nach Standpunkt irgendwo zwischen mutig und verrückt angesiedelt sein. Aber ich hoffe, mit einem Meisterstreich die Frage, wer führt und wer folgt, ein für alle Mal zu beantworten. Denn mein Vater war das Oberhaupt der Kirche, des Andenkens und trug den Titel Verteidiger der Verlorenen. Meine Mutter war die Königin, die Herrscherin, Verteidigerin des Volkes. Ich habe den Titel meiner Mutter zusammen mit ihrer Rolle geerbt. Aber wenn ich auch den Titel meines Vaters übernehmen und außerdem über die Kirche und die Nakalim-Fürsten herrschen kann, könnte keine Macht im Imperium mich mehr aufhalten oder von meinen Plänen abbringen. Noch nie in unserer Geschichte hatte ein Nakalim beide Rollen inne. Es wäre das erste Mal. Andererseits hat auch noch nie ein Prophet der Verlorenen einen Nakalim-Monarchen aus einem jahrhundertelangen Schlaf erweckt. So gesehen stehen die Chancen nicht so schlecht. Wieder ein Ziel aus. Pazifistisch? Versuche nicht, einfach nur überall zu überleben. Du musst diejenigen, die dir schaden könnten, einschüchtern oder abschrecken. Erreiche eine bestimmte Anzahl von Einheiten. Positiven diplomatischen Druck bei einem anderen Imperium. Okay. Gut. Ja, auch wenn wir jetzt die Zahl noch sehen, wegen eines Bugs. Wir müssen halt, ja, friedlich andere unter Druck setzen und dann, ja, hätten wir dieses Ziel irgendwann erreicht. Und Macht. In dieser Galaxie geht es nicht mehr ums Überleben, sondern um die Vorherrschaft. Wenn du deinen Gegnern die Stirn bieten willst, musst du ihnen nicht sofort den Krieg erklären. Erreiche 2000 Einheiten Personal in deinem Imperium. Davon haben wir schon 1900. Also fehlen noch 400. Dann bekommen wir eine zufällige Technologie und ein Relikt. Und bei, also die Belohnung ist gleich. Nur der Weg dorthin ist anders. Ja, das mit dem Personal ist ziemlich einfach. Da muss man. Ja, das machen wir auch. Militaristisch ist auch nicht schlecht. Und ich schließe hier mal alles. Und zwar, wenn wir Bunker bauen.
Dann geht das hoch. Nein. Doch, müsste eigentlich so sein. Wir bauen jetzt hier mal einen Bunker. Und dann bewegen wir uns. Machen. Da findet eine Schlacht statt. Die greifen uns an. Okay. Ja gut, also gleich geht's dann gegen Jesho. Und vorher schauen wir uns dann noch die Ereignisse an. Bau abgeschlossen. Und bei der Akademie. Die Akademieanfrage endet in 5 Runden. Und wir sind mit unseren 600 Einfluss bei 15%. Das heißt, wenn wir 200 Einfluss ausgeben, ein Drittel das Ganze erhöhen, wenn wir bei 20% grob. Machen wir das? This is as it should be. Tja. Minus 12,6 von Singularität. Minus 18,8 von Singularität. Ja, das gefällt auch wieder nicht. Kann man die darum, kann die auffordern, das zu unterlassen? You anger us at your peril. For your deeds, a special place in the void awaits you. Ja, danke. Damit ist sie wieder weg. So, ja, da greifen uns die Isho an. Deren Aufklärer ist stärker als unser Piratenschiff. Ah, der hat Raketenverteidigung. Und wir haben Raketen. Ist natürlich. Da haben sie einen perfekten Konter gegen uns. Ja. Wir sind jetzt noch auf Projektilwaffen. Wir möchten auf nahe Distanz rankommen. Kurze Distanz haben wir halt. Sind wir ganz schlecht. Aber wir machen das mal so. Teamgeist. Okay. Aber dann bleiben wir auf mittlere Distanz. Wir werden niemals auf kurze Distanz gehen, wo die so stark sind. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich sehen, wie deren Abwehr unsere Raketen zerstört. Ja, beide sogar. Und keine Rakete durch.
Da ist aber gerade was durchgegangen. Und da wurde dann wieder bald abgefangen. So, jetzt mittlere Distanz. Ja, hier, also sieht man wunderbar in dieser Ansicht, wie effizient die Raketenabwehr ist. Einmal daneben geschossen, weil mit einer Distanz, da ist halt die. Ja. Jetzt sind sie halt auch schon präziser auf mittlerer Distanz. Tja, Kopf an Kopf rennen. Und wir verlieren. Plötzlich Hitpoints über. Ah, das Schiff ist unterwegs. Oh, das gefällt mir nicht. Das ist ja ein Außenposten. Könnte mir hier direkt einfallen. Ja. Können wir vorher unsere Truppen noch upgraden. Ah, das war schon echt teuer. So früh im Spiel. Infanterie upgraden. Ah, das wäre schon echt teuer. Aber das ist auch krass. Wir müssen keinen Krieg erklären. Das können wir machen, weil wir Gläubige sind. Wir machen jetzt Blitz, weil dann können wir hier. Sonst hätten wir halt 250 Truppen in Reserve. Jetzt können wir die komplett mitziehen. Ah, die haben eine Verteidigungs-, eine Systemverbesserung. Die 750 Schaden macht. Feel free to anger us. Feel free. Ah, ob das reicht? Also noch sind wir halt überlegen. Ja, das hier gefällt mir nicht. Wir können das ausgeben, um das zu rushen. Das machen wir auch. Ah, hätten wir auch bei ESA rushen können. Alles aufgenommen in Ton und Farbe. Okay. Ah, Gykon erfolgreich gehackt. Da werden wir den Nachschub sabotieren, dass da das länger dauert, dass dort die nächsten Piraten kommen.
Ja, selbst die Nahrung verloren. Also hier am Belagern sind. So, Credits verkaufen. Ich meine Luxusressourcen verkaufen. Also Edenweihrauch braucht man nicht. So, und dann können wir nämlich hier was sofort bauen. Dann müssen wir hier. Also wir müssen nicht, aber wir machen das. Wählen wir unsere Infanterie ab. Und bei der Bodenschlacht können wir halt auch präventive Bombardierung auswählen. Wir können eh alles mitnehmen. Ja. Es wäre sehr schön, wenn wir die Systemverbesserung zerstören würden, die uns hier Schaden macht, aber der Gefallen wird uns leider nicht getan. Ah, das reicht nicht. Heiliger Boden. Wird nix. Da müssen wir später wiederkommen. Ja. Besser später Einsicht als keine Einsicht. Sobald wir die Bewachung aufgelöst haben, können wir dann diese Aktion ausführen und an deren Außenposten sozusagen konsumieren. So, wie sieht es jetzt hier aus? Dann ziehen wir die rüber. Geben wir hier ordentlich Einfluss. Ja, und den Planeten terraformen wir zur Wüste. So, da können wir Kuriositäten erforschen. Einmal Pilger und einmal Lehrenstein. Ja, die Pilger, die werden nicht bei uns ankommen. Das wird ähnlich sein wie mit den Rissgeborenen, die hier in Menius das Zivilschiff abgefangen haben. Brauchen wir dort noch? Zwei Runden. Okay. Gut. Ja, einiges zu tun. Ja, mit den Hisho. Ah, das werden wir schon schaffen. Aber das gerade, da hat man zu wenig Truppen dabei.
Kümmern wir uns hier erstmal um den Außenposten, dass wir hier die Kolonie an den Start kriegen. Und übrigens, dass wir ohne Krieg dort angreifen konnten, das war hier. Ja, wegen gerechter Zorn. Du kannst im Kalten Krieg in gegnerischem Territorium angreifen und einfallen. Aber das geht halt nur. Deshalb, anders hätte man halt den Krieg erklären müssen. Okay, gut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye, bye.